Hallo Freunde für Pokémon Stadium. Ja, ich wollte euch heute nur... Zieht euch den geilen Soundtrack ein. Entschuldigung. Ja, warum Pokémon Stadium? Weil... ich... Weil ich eigentlich das so wollte, ein bisschen mit euch reden drüber. Bei Pokémon ist mir ein bisschen was Kleines aufgefallen. Was haben wir da? Ja gut. Sind alles Level 50. Sehe ich lieber das. Hat sich jedenfalls Turtok, Simsala, Gengar, Austos, Zapdos. Nehmen wir das. Nein! Warum, dass ich jetzt gesagt habe, warum Pokémon Stadium? Ist Pokémon Stadium und und Pokémon Taken ist ja fast das gleiche. Also ja. Ja, Pokémon Stadium ist ja fast gleich. Und Pokémon Taken, also. Willkommen zum Pokémon-Turnier in Pokémon Cup Kategorie Hyperball. Die Stimmung hier im Stadion ist unbeschreiblich. Ja, Pokémon Stadium und Pokémon Taken ist ja fast gleich. Also, es ist nicht hundertprozentig gleich, will ich eigentlich sagen. Aber, du ist ja fast gleich, du kämpfst auch gegen andere Pokémon. Womit wird es beginnen? Mit Feuer und im Arsch. Das sieht gar nicht gut aus. Ach nie. Es kann sich nicht rühren. Juhu, Mond! Ach nie! Feuer! Feuer frei! Die Attacke dauert weiter an! Ja, das ist eigentlich fast das gleiche wie Pokémon Taken. Gut, es ist nicht hundertprozentig gleich. Es gibt ja noch ein Zusatzding, was du kannst machen. Aber ja. Fliegen. Ja, machen wir Fliegen kurz. Die halten sich mit Drohgebärden an. Die Attacke wird fortgesetzt. Was ist denn dein Motto mal? Ja, dieser Motto mal Feuer oder was? Werden wir es zusammenschneiden. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ich verstärke deine Angriffskraft. Das ist ja nicht schwanger, der Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Ja. Oh nein. Hör mal, Glumanda. Das Pokémon schwert in seinen Pokéball. Pokémon! Erinnert mich ein bisschen an diese Glumanda! Glumanda! Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Pokémon! Pokémon! Oh, Schlitzer! Was ist das? Dieser kleine Bastard! Guter Treffer! Mach Schlitzer! Die Attacke wird fortgesetzt! Die Attacke wird fortgesetzt! Oh, es ist zerwirrt! Nein! Was ist das denn? Es schlägt! Ich hasse diesen Schaf. Pokémon wird die Arena betreten. Na Gott, schick mal Bisa Flor in den Kampf. Sie begeben sich in Kampfposition.
Sieht auch gerade aus, ein bisschen bekifft und Blick drauf. Noch ist nichts entschieden. Was ist los? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was? Das gibt's. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Ach so, ich hab Solarstrahl ausgewählt. Ja. Sie schenken sich wirklich nichts. Und jetzt blast das blöde Mod, diese blöde Motte auf die Seite. Was passiert jetzt? Ein schwacher Treffer. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer ja, scheiße. Das ist Giftfutter. Die Attacke ist fehlgeschlagen. Der Arena-Fight geht weiter. Ja. Wie kommt denn das? Es hat kaum Energie verloren. Die Motte ist halt schwach. Was ist das? Ja, ein Treffer. Beide Pokémon scheinen schwach zu sein. Machen wir noch einmal Bodyslam. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ja. Nein, aber eigentlich warum, dass ich jetzt das angesprochen habe, wäre eigentlich, weil wir gut auf die Wii U ist, das halt was anderes. Oh, die Attacke ging daneben. Es ist ein anderes Kampf, es ist auch anders gemacht. Und deswegen meinte ich einfach, aber ja. Und da kannst du halt, wie gesagt, wenn du die zweite Generation hast, könntest du mit dem Game Boy Pocket mit dem Spezialsystem benutzen. Und ja, von Montag möchte ich das nochmal ein bisschen zusammenschneiden. Ich noch ein paar. Kann ich eigentlich schon pausen, ne? Das letzte Pokémon betritt den Ring. In diesem Zustand kann es nicht kämpfen. Jetzt heißt es ein Pokémon gegen drei. Okay, ich glaube, ich muss hier einen kleinen Cut machen. Es schläft. Bis gleich, meine Freunde. Hier, der Moderator geht mir gewaltig auf die Nerven. Jetzt habe ich den Befehl. Du kleiner Nupper-Bubi. Oh, es ist immer noch gelähmt. Jetzt wach doch auf, du Blödsack. Dann muss ich mir nur ausdrücken. Bei diesem Wetter. Bebt? Da kann ich ja mit Furze besser machen. Es ist aufgewacht. Was nun? Ein guter Treffer. Ja, und ihr findet einfach, was meint ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr meint zu diesem Thema, ob das jetzt Pokémon Stadium und Pokémon Taken gleich ist oder ist es komplett anders. Schreibt mir unten rein, es würde mich jetzt mega Wunder nehmen. Und ja, nehmt mir aber Wunder, was ihr darüber denkt. Das sieht aus wie ein riesen Pudding, der gleich aus dem Topf gekommen kann. Die Luft brennt vor Spannung. Was? Brennt? Kein Problem. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ach nee, wirklich? Ein kraftvoller Angriff. Ja, und nehmt mir einfach Wunder, was ihr dazu sagt. Wenn ihr meint, nein, es stimmt nicht, es ist komplett falsch, was ich hier labere. Bodyslam.
Oder sagt ihr, nee, also ich sag nicht, dass es gleich ist, das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, dass Devium und Pokémon Taken fast gleich sind. Ich rede fast gleich. Es ist fast gleich. Es ist nicht gleich, es ist fast gleich. Also du hast ja bei Pokémon Stadium hast du ja Pokémon Stadium ja wie gesagt die Auswahl zwischen deinen eigenen Pokémons, wenn oder du kannst ein Ding. Es gibt jetzt ein Zusatzding, wo du unten an den Joystick hin machen kannst. Und dann würde ich sage ich einfach, es ist fast gleich, es ist nicht hundertprozentig gleich wie Pokémon Taken. Pokémon Taken und Stadium ist nicht gleich. Warum habe ich eigentlich? Ach, egal. Ist fast gleich. Aber nicht gleich. Nicht hundertprozentig gleich, fast. Steinhagel! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Das fast gleich! Ja, aber was soll's? Weltburion! Aber sie ist auf dem Gamecube, nicht auf der Wii U. Also da könnt ihr sehen, das ist ein G. Hoffentlich seht ihr's. Das ist ein Gamecube-Spiel. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Ich kann mal. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Also, wartet, hier, seht ihr das? Es ist der N64, wenn ich spiele. Und nicht den. Nicht den Malen. Also nicht auf dem Wii U. Die starren einander an. Und zack, zack, und ich mach den mal 200 Meter. So. Was ist das? Los! Ach Mensch, das wurde nicht gerüstet. Es kann sich nicht rühren. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Ja. Sie begegnen sich in Kampfposition. Und deswegen meine ich ja, ob es ist lustig. Und ich sage ja, es ist nie, ja. Ja, ein Treffer. Habt ihr das Spiel eigentlich übrigens auch? Pokémon Stadium oder Pokémon Staken? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Das würde mich echt Wunder nehmen. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Was ist das für ein Loser? Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Nö, mach den Kapuzzi mein Feuer in der Maus. Was hab ich gesagt? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ah, Feuersturm. Ich glaub, Wasser Psycho. Was nun? Ihr Treffer hat kaum Schaden verursacht. Ach nee. Was passiert jetzt? Kapuzzi, du kleines Froschlamaul. Die Befehle wurden erteilt. Es verstärkt deine Angriffskraft. Den Treffer zum Fuß. Verheeren. Ach, du blödes Kapuzzi-Fuzzi. Ach. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Turtok, na gut, komm raus, Turtok. Die halten sich mit Drohgebärden an. Na klar, nicht kurz. Turtok sieht aus wie eine Riesen. Jetzt heißt es ein Pokémon gegen drei. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Nochmal Schädelwumme. So. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was ist das?
Ja gut, bei den meisten. Der Kampf wird immer intensiver. Mach mal eine. Was geht ab? Ja, ein Treffer. Was nun? Ja, meine Freunde, da sage ich mal, jetzt ist danke, dass ihr zugeschaut habt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Bitte abonniert mich, wenn du noch kein Abonnent bist. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviert die Glocke. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist über den Abonnier-Button, auf meinem Titelbild. Könnt ihr bitte auf meinem Zweitkanal sehen, lauter und ciao.